bin auch wirklich überwältigt von den vielen Leuten hier. Da habe ich schon auch ein bisschen Muffensausen vor den vielen kritischen Geistern, die jetzt hier sitzen. Aber ich freue mich auch, dass Klaus Dörre, erstmal herzlichen Dank für den Vortrag, ich weiß gar nicht, wo er hin verschwunden ist, dass er auch noch Gesprächsstoff übrig gelassen hat und nicht alle Fragen schon beantwortet hat. Das ist einerseits gut und zum anderen hat er ja auch eine gute Lösung gefunden für das Offene, nämlich er hat viele Fragen gestellt, die wir auf jeden Fall jetzt auch in der nächsten Runde nochmal vertiefen wollen. Nämlich auch die große Frage, wie reißen wir das Ruder rum, wo sind wir jetzt im Augenblick und wo klemmt es aber auch. Dafür habe ich 4 sehr schlaue und gut informierte Referentinnen, Diskussionsteilnehmende hier auf dem Podium. Und ich begrüße sehr herzlich Christine Behle. Vielleicht gehe ich einfach von links nach rechts. Christine Behle, sie ist den meisten allen wahrscheinlich bekannt. Verdi-Vize. Sie ist für ganz viel zuständig, aber auch für den Verkehr und den öffentlichen Dienst, was jetzt für unser Thema auf jeden Fall sehr wichtig ist. Ich begrüße sehr herzlich Felicitas Heinisch von Fridays for Future. Sie studiert Politologie in Berlin und ist aktiv also bei Fridays for Future in der Allianz. Wir fahren zusammen, was halt tatsächlich eine Allianz ist, in der Beschäftigte, Klimabewegte und Verdi zusammenarbeiten, um die Verkehrswende solidarisch zu gestalten. Dann begrüße ich auf dieser Seite gerne Paul Hecker. Er ist der Mitglied der Geschäftsführung der IG Metall Köln-Leverkusen, was die größte Geschäftsstelle der IG Metall hier in NRW ist, vertritt 40.000 Mitglieder. Und ich begrüße sehr herzlich Janine Wissler, die ist die Parteivorsitzende, Co-Parteivorsitzende der Linken. Ja, wir haben viel Zeit, aber es bleiben auch viele Fragen. Deswegen würde ich trotzdem sagen, wenn wir es schaffen, immer in 2 Minuten oder vielleicht 3 zu antworten, dann schaffen wir die ganzen Fragen, die unter anderem ja Klaus Dörre uns auch aufgetragen hat. Ich würde anfangen wollen mit dir, Paul, und der Autosindustrie und der Stimmungslage so ein bisschen. Ich meine, die Autoindustrie, lange Jahre oder ja immer noch Rückgrat der deutschen Wirtschaft, der IG Metall. Viele waren stolz und sind stolz, diese Autos zu bauen. Nur seit ein paar Jahren ist klar, dass das eben in der Zukunft nicht mehr so gut ist. Und deswegen wäre meine erste Frage, wie fühlt sich das jetzt für dich an, wenn wir über Transformation, Verkehrswende reden? Klingt es für dich vor allem nach Niedergang, Verlust oder gar Katastrophe oder kannst du dem auch was abgewinnen? Ja, danke für die Einladung und an der Stelle auch schöne Grüße von den 40.000 Mitgliedern in Köln. Ein Großteil davon muss man sagen, tatsächlich bei den Fortwerken. Viele gute, engagierte und auch politisch motivierte Kolleginnen und Kollegen, die auch der Ansporn sind, hier optimistisch zu bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, nur durch gut organisierte und aber auch politisch engagierte Leute in den Betrieben können wir es schaffen, politischen Druck zu erzeugen, um das, was wir eben alles ins Stammheft geschrieben bekommen haben, auch umzusetzen. Da mache ich mir keine Illusionen, aber das ist gleichzeitig auch die Quelle von meiner weiterhin optimistischen Grundhaltung. Die Leute in den Betrieben, so wie wir sie wahrnehmen, haben vielfältige Interessen. Da kann man jetzt nicht sagen, der oder die Industriearbeiterin ist sozusagen eine Blaupause, die irgendwie mit dem Verbrennermotor durch die Gegend fahren möchte. Sie sehen ja auch, was passiert. Aber gleichzeitig wissen sie auch, wie schwierig es ist, da eine Lösung zu finden. Und da wird es dann halt hakelig. Ja? Die Thesen, die wir eben gehört haben, sind ja nicht so, dass sie 1:1 übereinander gehen und dann eine Schnittmenge sagen, das ist der Optimalweg, sondern das sind politische Aushandlungsprozesse, wo es ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, die Leute auch tatsächlich mitzunehmen und ihnen auch ein Sprachrohr zu geben, sie zu beteiligen. Und das ist das, was wir als Gewerkschaft machen. Wir führen politische Diskussionen, wir ringen um gute Lösungen, das haben wir jetzt bei Ford im Frühjahr auch wieder machen müssen und wie ich finde, auf eine sozial verträgliche und auch politisch wegweisende Art und Weise, aber das ist kein leichter Gang. Und wenn wir so tun, als wären das leichte Prozesse, die wir da gerade in der Transformation in der Automobilindustrie vor uns haben, dann glaube ich, verkennen wir die Aufgaben, dann verkennen wir auch die Herausforderungen und dann sind wir da, wo wir eben schon immer gesagt haben, treiben wir die Leute in die Arme derer, die wirklich nicht die richtigen Antworten geben. Stichwort Ford, kannst du es vielleicht nochmal konkret beschreiben, weil das ist tatsächlich so, da wurden tausende Arbeitsplätze abgebaut, zugleich ist es in einem Bereich, wo man sagen kann, ja, da werden in Zukunft nicht mehr so viele Arbeitsplätze gebraucht, das ist ökologischer Wahnsinn, aber als Gewerkschaft hat man ja, also die Mitglieder erwarten, dass man um alle Arbeitsplätze kämpft, also was für eine Lösung habt ihr für dieses Dilemma, wenn ihr denen gegenübersteht und sagt,
ja, sorry, wahrscheinlich geht es so nicht weiter, aber dann kriegt ihr Eier an den Kopf geschmissen oder wie macht ihr das? Also ich muss ehrlich sagen, ich stelle mich nicht auf die Betriebsversammlung im Entwicklungszentrum bei Ford und sage ihnen, ab morgen wäre es Quatsch, Autos zu bauen. Ja, weil ich bin nicht lebensmüde und gleichzeitig halte ich das auch für eine verkürzte Versprechen der Realität. Wir müssen erst überlegen, wie wir gute Mobilitätskonzepte machen, die für die breite Gesellschaft auch funktionieren und dann sagen, wie wir den Transformationsprozess in diese Richtung mit unterstützen können. Was uns, glaube ich, nichts bringt, ist, wenn wir sagen, wir schaffen alle gut organisierten und gut bezahlten Arbeitsplätze in der Industrie hier in Deutschland und Europa oder in den westlichen Staaten ab und kaufen dann weiterhin halt die Elektromodelle aus Regionen, wo die Arbeitsbedingungen schlechter sind. Das, glaube ich, wäre kein hilfreicher Weg, um auch das zu erreichen, was wir als IG Metall verfolgen, nämlich eine sozial-ökologische Transformation, sondern wir müssen es schaffen, sowohl Industriearbeit und auch die Produktion von individuellen Mobilitätsmitteln weiterhin gut zu gestalten und auch aufrechtzuerhalten, ohne aber damit zu verhindern, dass wir als Gesellschaft beim Thema Verkehrswende vorankommen. Ja, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Es sind natürlich nicht die Beschäftigten in der Industrie, die es verhindern, dass wir eine Verkehrswende bekommen. Viele Personen, die da arbeiten, haben ja genau dasselbe Problem, dass sie nicht zum Werk kommen, ja, weil der Bus nicht fährt, weil die Bahnanbindung schlecht ist und die deswegen aufs Auto angewiesen sind. Es sind nicht die Beschäftigten in der Industrie, die das Problem an der Stelle sind, aber wenn wir ihnen von vornherein sagen, ihr seid hier die Buhmänner und Frauen, dann werden wir sie auf dem politischen Weg dahin verlieren und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Christine, du stehst ja eigentlich jetzt hier als Vertreterin einer Zukunftsbranche, einer schönen sozial-ökologischen Zukunft, aber ich nehme mal an, so gut fühlt man sich, fühlst du dich trotzdem nicht, weil ja eben, wie auch schon gesagt wurde, tatsächlich Nahverkehr wird ja längst nicht so ausgebaut, wie es notwendig wäre. Und du hast ja auch gerade gefragt, die Frage ist, wer verhindert das und wie kommt man dahin? Verhindern tun das sozusagen die politischen Akteure, die wir zurzeit haben und aus meiner Sicht übrigens auch ganz bewusst. Es gibt ja in diesem Land, muss man ganz klar sagen, einen sehr starken Fokus auf Industrie und einen ganz niedrigen Fokus auf Dienstleistungswirtschaft. Das muss man klar sagen und es hat sich in den politischen Entscheidungen der letzten Jahrzehnte ja auch immer wieder gespiegelt. Wo gehen Subventionen hin? Wo wird sozusagen gefördert? Wie guckt dieses Land auf Arbeitsplätze und auf Gestaltung auch von Wirtschaft? Und da gibt es einen Fokus auf Industrie. Und das muss sich ja verändern. In dieser Situation wissen wir das. Wir haben einen Dienstleistungssektor in Deutschland, wo mehr als 75% der Menschen arbeiten, auch um das mal klar zu sagen. Und jetzt muss im Prinzip, wenn man diese Verkehrswende als ein Thema Dienstleistungswirtschaft anpacken will, dann muss es auch einen Paradigmenwechsel geben. Also was will ich denn? Und das ist gerade das große Problem, was wir haben. Ich bin bei dir, ne, Paul, es sind nicht die Beschäftigten, die das tun, sondern es sind die politischen Entscheidungen, die dahinter stehen. Und die politischen Entscheidungen sind, wir setzen nicht auf echte Verkehrswende im Sinne von Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, also von gemeinsamer Mobilität, sondern wir setzen darauf, dass wir eine Antriebswende haben und um sozusagen das, was wir heute haben, eigentlich auch irgendwie doch beizubehalten. Und das ist aus meiner Sicht das größte Problem, vor dem wir zurzeit stehen. Felicitas, Christine hat ja gerade die politische Ebene, wo die Hauptblockierer gerade sitzen, auch angesprochen. Wie ist es gerade aktuell? Würdest du sagen, wir erleben gerade einen Rollback in der Klimafrage? Ich meine, vor 4 Jahren, als Fridays for Future Millionen junge Menschen auf die Straße gebracht haben, da gab es so einen Riesenhype, ja, die Klimafrage, die ist wichtig, die müssen wir lösen. Und jetzt gerade haben wir aber gerade, kann man mit nichts so gut Stimmung machen wie mit diesem Heizungsumbauthema, auch mit der letzten Generation. Wir haben eine Koalition, die sich, glaube ich, selbst Fortschrittskoalition nennt, die sagt, wir bauen die Straßen, die Autobahnen aus statt die Schienen. Und in Berlin zum Beispiel ist gerade so ein Klimavolksbegehren gescheitert. Also kippt gerade die Stimmung und also wie schätzt du das ein und woran liegt das? Ja, wie du schon meintest, das stimmt total. Wir haben als Klimabewegung in den letzten 3 Jahren unfassbar viele Leute auf die Straße gebracht. Wir haben Massen auf die Straße gebracht und wir haben Mehrheiten auf die Straße gebracht. Und es war total beeindruckend und gleichzeitig haben wir eben auch gemerkt, wir werden weniger. Und vor allem reicht es eben nicht, wenn wir nur an die politischen EntscheidungsträgerInnen appellieren. Und das ist das, was wir die letzten 3 Jahre gemacht haben.
Und ich glaube, wir müssen uns aber konkret gerade fragen als Klimabewegung, was ist denn unsere Antwort darauf? Also wie gehen wir damit um? Und ich würde sagen, es gibt einen erstarkenden Teil in der Klimabewegung, der eben sagt, es reicht nicht, wenn wir immer nur die gleichen Leute auf die Straße bringen, weil so werden wir nicht mehr. Im Gegenteil, das merken wir ja gerade. Sondern wir brauchen neue Allianzen. Genau, wir brauchen ernsthafte Veränderungen, die wir fordern und die wir eben auch gewinnen können. Und wir müssen Mehrheiten organisieren, weil Mehrheiten werden nicht von alleine entstehen und wir werden auch nicht von alleine mehr werden. Es reicht nicht, wenn wir abstrakt sagen, Klimaschutz muss durchgesetzt werden, sondern wir müssen dafür Mehrheiten organisieren. Und das funktioniert anhand von konkreten Durchsetzungsperspektiven und Durchsetzungswegen. Und genau, wir als Wir fahren zusammen Bündnis haben uns da als Bündnis gegründet, um eben da eine konkrete Chance durchzusetzen und eben zu zeigen, dass es funktionieren kann und dass wir Mehrheiten organisieren können für mehr Klimaschutz und für eine soziale und ökologische Transformation. Janine, trotzdem auch nochmal diese Frage mit den Mehrheiten und wo die herkommen, weil auch in der Linken ist ja, Klaus Dörre hat es vorhin auch schon angedeutet, gibt es ja auch nicht nur Beifall, wenn die Fahrradstraße um die Ecke gebaut wird oder wenn Parkplätze fehlen oder sowas. Da gibt es auch Leute, die meckern und die finden, es geht alles zu schnell und irgendwie muss ich mich einschränken. Woran liegt es jetzt gerade deiner Meinung nach? Weil immer wenn es konkret wird, dann fehlt die Zustimmung. Also wenn man allgemein sagt, nicken alle, aber so wie es tatsächlich im eigenen Vorgarten, wie man mal sagt, passiert, gibt es dann nicht mehr die Zustimmung. Wie erklärst du dir die gesellschaftliche Stimmung, die jetzt bei fast allen Klimamaßnahmen erstmal sagt, nee, nicht ganz so schnell oder nicht so weit oder warten wir mal noch, wir schieben es aufs Jahr 2040 oder so? Ja, ich denke, der Punkt, zu dem wir immer wieder zurückkommen müssen, ist deutlich zu machen, was gerade wirklich zu schnell geht. Und was zu schnell geht, ist das Voranschreiten des Klimawandels, was ja wirklich schneller geht, die Prozesse, als befürchtet wurde. Und dass die Klimakrise sich immer weiter zuspitzt. Und wir merken ja heute schon die Folgen davon, also durch Dürren, durch Hungerkatastrophen, durch Naturkatastrophen, Extremwetterereignisse, allen voran natürlich im globalen Süden, aber auch in den Ländern Europas mit Hitzetoten in den Städten. Ja, und wenn der Klimawandel eben in der Form voranschreitet, dann bedeutet das eben wirklich dramatische, radikale Veränderungen. Es bedeutet, gefährdet Menschenleben und natürlich auch soziale Existenzen. Und das, finde ich, muss man erstmal deutlich machen. Und natürlich wird es auch enorme Kosten nach sich ziehen. Und zwar deutlich höhere Kosten, als der Klimaschutz an Kosten bringt. Und ich finde, das muss man erstmal konstatieren und auch deutlich machen, dass wir nur noch sehr, sehr, sehr wenig Zeit haben, um umzusteuern und den Klimawandel wenigstens auf 2 Grad zu begrenzen, um nicht zu Kipppunkten zu kommen, zu Prozessen zu kommen, die eben bedeuten, dramatische Fluchtbewegungen, die dramatische soziale Verwerfung bedeuten werden. Und das, finde ich, muss man erstmal klarstellen, dass es letztlich erstmal darum geht. Jetzt haben wir die Situation, dass viele Menschen gerade Klimaschutz als eine Gefährdung ihres Lebensstandards sehen. Und gerade angesichts von steigenden Energiepreisen, steigenden Lebensmittelpreisen, ja, den Eindruck haben, sie zahlen am Ende die Zeche dafür. Und das, finde ich, muss man erstmal wahrnehmen. Und das ist natürlich durchaus der Kampagne aus interessierten Kreisen geschuldet, von Springerpresse über die CDU bis hin natürlich zur Industrie, die da ein ganz großes Interesse dran hat. Aber die sind es nicht allein. Es ist natürlich auch eine verheerende Politik einer Ampelregierung hierzulande, die ernsthaft glaubt, einen klimaneutralen Umbau hinzukriegen, ohne eine radikale Umverteilung, ohne massive öffentliche Investitionen, zum Beispiel in den Ausbau des ÖPNV, ohne die Verteilungsfrage offensiv zu stellen. Und das ist erstmal das Grundproblem, an dem wir ansetzen müssen. Und um deutlich zu machen, dass man natürlich den Klimawandel als Schicksalsfrage, globale Schicksalsfrage der Menschheit, natürlich nicht dem Markt überlassen darf, sondern dass es klare politische Konzepte dafür geben muss und dass man auch bereit sein muss, Macht- und Eigentumsverhältnisse grundlegend in Frage zu stellen. Deswegen finde ich das Entscheidende für die Linke, das Entscheidende aber auch für die Gewerkschaftsbewegung ist, dass wir Klimaschutz als eine Klassenfrage begreifen, weil das ist sie ja. Es ist eine Klassenfrage, wie hoch mein CO2-Abdruck ist. Es ist eine Klassenfrage und deshalb abschließend,
Ich finde es total richtig, was Klaus eben gesagt hat. Es geht nicht einfach um individuellen Konsum und individuelles Verhalten. Wir müssen doch an die Ursachen ran, an die Produktion. Wir müssen ran an klimaschädliche Subventionen. Es ist doch absurd, dass man eine Agrarindustrie subventioniert mit all den negativen Folgekosten und dann den Leuten erzählt, sie sollen aber bitte das Teure kaufen und nicht das, was gerade billig subventioniert wurde durch weltweite Kreisläufe. Da müssen wir doch ran an die grundlegenden Regeln des Marktes und ich finde, da müssen wir auch Fragen wie Vergesellschaftung, wie Enteignung offensiv diskutieren, weil ohne das wird es nicht gehen. Wir werden ein radikales Umsteuern sozial und ökologisch sonst nicht hinbekommen. Die Frage der Investition, welche Rolle Investitionen oder staatliche Akteure spielen, würde ich noch mal aufgreifen, würde ich jetzt noch mal kurz zurückstellen. Um nochmal zu diesem Punkt zu kommen, mit wie ist die Frontstellung? Du hast auch gesagt, die Autobauer wollen nicht als Buhmänner dargestellt werden. Das wird ja auch der Klimabewegung tatsächlich vorgeworfen, dass die Feindbild Autofahrer, Autobauer, dass sie das bedienen oder dass die Leute an den Pranger gestellt werden. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich mal andersrum, weil ich annehme, dass du sagst, nein, das tun wir ja gar nicht. Aber die Frage ist, müssen wir es nicht doch in einer gewissen Weise tun? Weil natürlich geht es um Entprivilegierung von Autoverkehr und natürlich geht es auch um Einschränkung von bisherigen Raum, den Autos einnehmen. Also irgendwie ist es vielleicht auch unehrlich, immer zu sagen, Autos sind irgendwie nicht, vielleicht das Wort Feind falsch, aber irgendwie Gegner sind es ja schon in einer gewissen Weise, zumindest wenn sie in einer bestimmten Masse auftauchen. Deswegen die Frage ist, wie siehst du das mit dem Feindbild? Würdest du sagen, das trifft es oder ist das eben das, gerade das Thema, was man irgendwie nochmal bearbeiten muss? Also ich würde sagen, dass natürlich nicht der einzelne Autofahrer oder die einzelne Autofahrer zu verteufeln, dass es die nicht zu verteufeln gibt. Ich glaube, genau, einfach konkret, weil es uns auf keine klugen Lösungen bringt. Ich glaube, wir müssen eben die ernsthafte Frage stellen, gibt es denn die ernsthafte Alternative aktuell, dass eben die Menschen sich dazu entscheiden können, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen. Und ich würde sagen, wir merken, diese ernsthafte Alternative gibt es gerade für viele noch nicht. Und deswegen, genau, ist es eben eine Frage der gesellschaftlichen Verhältnisse. Wir müssen gucken, wie wir von der Priorisierung des Individualverkehrs hinkommen und eine Verschiebung, eine ernsthafte Verschiebung erwirken hin zu öffentlicher Mobilität. Und ich würde sagen, dass... Und ich würde sagen, wir haben auch gesehen durch das 9-Euro-Ticket, es gibt Mehrheiten für den ÖPNV. Und es gibt, im letzten Sommer waren das knapp 9 Millionen Leute, die sich dafür entschieden haben, auf den ÖPNV umzusteigen. Und gleichzeitig, ich habe ja in den letzten Monaten viel mit BusfahrerInnen geredet, haben die mir eben erzählt, dass es für sie die Hölle war. Dass Arbeitsbedingungen, die sowieso schon katastrophal waren, sich nochmal extremst zugespitzt haben. Und dass absurderweise Linien gestrichen werden mussten. Obwohl der Bedarf höher war. Und das zeigt uns ja, wir haben diese ernsthafte Alternative noch nicht. Es ist eben keine Frage des Bedarfs und dass zu wenig Leute das Interesse hätten, ÖPNV zu fahren, sondern es ist eine ernsthafte Frage der Kapazitäten und das ist eine grundsätzliche Verteilungsfrage. Und deshalb, genau, wie organisieren wir das, wie ändern wir das? Es reicht eben nicht, wenn wir diese abstrakten Mehrheiten haben, die sagen, wir könnten uns vorstellen, irgendwie den ÖPNV zu nutzen. Wir müssen diese Mehrheiten ernsthaft aktivieren und genau, nur so bauen wir dann den politischen Druck auf, um tatsächlich diese Veränderung zu bewirken, um tatsächlich diese Prioritätensetzung zu bewirken. Und ich glaube, genau an die AutofahrerInnen müssen wir auch ran. Wir müssen natürlich mit den AutofahrerInnen auch sprechen und sagen, okay, was braucht es denn, damit du umsteigen kannst? Und ich glaube, das ist die ernsthafte Frage, die wir stellen müssen und nicht den Autofahrer oder die Autofahrerin an sich verteufeln. Ich würde gerne das, was Felicitas gerade gesagt hat, nochmal unterstreichen. Weil heute haben ganz viele Menschen gar nicht die Möglichkeit umzusteigen. Und deswegen ist es auch von wegen Feindbild, ist überhaupt nicht das richtige Bild, was man belangt. Wenn ich beispielsweise im Schichtdienst arbeite, habe ich vielfach gar nicht die Möglichkeit, weil es keine ÖPNV-Verbindung gibt, so früh wie ich morgens anfange, gerade im Dreischichtsystem. Da fährt einfach nichts. Oder ich wohne jetzt in Berlin, da ist das alles ganz schön, aber wenn ich rausgehe in die brandenburgische Pampa, da fährt nichts außer ein Schulbus und deswegen gibt es gar keine Alternative dazu. Und deswegen muss eigentlich das Ziel sein, erst die Alternativen auch zu schaffen, damit Menschen überhaupt die freie Entscheidung haben. Und wenn ich die dabei nicht gebe, dann habe ich ein Problem. Und deswegen, da bin ich bei dem, was du gesagt hast, Felicitas,
an vorderster Stelle muss der Ausbau des ÖPNV stehen, damit überhaupt eine Wahlmöglichkeit besteht. Ich würde da nochmal nachfragen wollen, weil es ist total schlüssig, man braucht eine Alternative. Allerdings, wir sind so weit zurück, bis diese Alternative tatsächlich benutzt werden kann, vergehen aber nochmal 10, 15 Jahre. Das ist halt die Frage, haben wir die Zeit, erst auf den Ausbau zu warten, um dann da was wegzunehmen, oder müssen wir nicht parallel trotzdem schon Prozesse anschauen? Also ich will mal sagen, das dauert ja gar nicht so lange. Also nein, das dauert nicht. Es ist eine Frage des Willens. Wenn es sozusagen, ich meine, um einen Bus zu kaufen, okay, da brauche ich ein bisschen Geld für. Ne? Und da habe ich auch Bestellzeiten. Aber da rede ich nicht über 10 Jahre, sondern da rede ich über Möglichkeiten, die heute schon da sind. Das heißt, ich rede ja nicht davon, dass ich jetzt eine Straßenbahn bauen will oder eine U-Bahn, dann sind wir bei solchen Zeiten. Aber es geht darum, wo geht das Geld hin? Und wenn ich heute darüber rede, und das haben wir ja, ich will mal sagen, das 9-Euro-Ticket haben wir als Abfallprodukt bekommen, weil die FDP unbedingt einen Tankzuschuss haben wollte. Und deswegen, und das zeigt auch nochmal, welchen Stellenwert überhaupt ÖPNV hat. Und weil dann irgendwas gemacht werden musste, das eben dieses Thema auch nochmal nach vorne bringt. Und deswegen haben wir es bekommen. Und man hat gesehen, und dass da wirklich Menschen auch das nutzen wollen, wenn sie es denn können. Und das ist, glaube ich, das gute Zeichen, dass es grundsätzlich geht. Und ich sage mal, wenn Geld da ist, dann kaufe ich einen Bus und dann stelle ich eine Bushaltestelle dahin. Aber das ist eine Zeit, eine Frage von relativ kurzer Zeit. Es ist aber vor allen Dingen eine Frage des Geldes, um das auch mal deutlich zu sagen. Und deswegen brauchen wir eine Umsteuerung der Finanzen in Richtung Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Würdest du das auch aus deiner Erfahrung unterstreichen, dass tatsächlich die Leute auch, die jetzt noch Autos bauen oder die Autos fahren, dass die umsteigen würden, wenn die, so wie die Alternative da war? Oder wie viel Zuapplaus kriegst du, wenn du darüber redest, wir müssen weg vom Individualverkehr, dann können Autos auch noch eine Rolle spielen, aber viel, viel weniger als bisher. Oder ist es nicht trotzdem so, dass im Augenblick die Autoindustrie eher noch darauf setzt, okay, wir wollen weiter Exportweltmeister bleiben, nur mit Elektro? Die Autoindustrie natürlich möchte die Exportweltmeister werden, aber wenn ich mir anschaue, wie viele Tarifverträge wir in den letzten Wochen, Monaten zum Thema Jobrad abgeschlossen haben, wo die Leute sich subventioniert vielleicht linke Tasche, rechte Tasche Geschäfte machen können, um sich ein Elektrorad zu kaufen, dann muss ich sagen, gibt es schon ein großes Interesse in den Belegschaften, das zu machen. Ist ein anderes Thema, ich wollte es nochmal aufgeworfen haben, die Hauptamtlichen der IG Metall, die im Raum sitzen, wissen, wie leidig das Thema Jobrad für uns ist, weil wir meinen, dass dadurch die Sozialkassen geschwächt werden und letztendlich die Leute selber subventioniert sich ihre alternative Mobilität schaffen. Da sind wir dagegen, wir meinen, da muss es eine andere Lösung für geben, aber das nur am Rande. Wir sehen schon das Problem, dass es natürlich in der Automobilindustrie Fehlentscheidungen gibt. Die Automobilkonzerne, die sagen, wir wollen nur noch die hochpreisigen, schweren und im Zweifelsfall Luxussegment Autos bauen, nicht mehr die kleinen. Die haben natürlich eine Entscheidung da und eine Entscheidungsmacht, die wir grundsätzlich in Frage stellen müssten. Wir brauchen an der Stelle mehr Wirtschaftsdemokratie und wir brauchen mehr Mitspracherechte der Betriebsrätinnen und Betriebsräte, weil die schon vor 10 Jahren gesagt haben, liebe Leute, lasst uns doch bitte mal lieber noch ein paar andere Antriebsstränge anschauen. Wir haben 2018 schon über Wasserstoffmotoren für die Dieselindustrie gesprochen. Bei der Deutz AG gab es da Entwicklungen in die Richtung, wurde alles wieder ins Kämmerlein geschoben. Also wir brauchen da an der Stelle einfach auch innerbetrieblich andere Machtstrukturen, weil wir ansonsten auch gesellschaftlich da nicht vorankommen, weil die Entscheidung darüber, wo investiert wird, ist im Moment leider zu stark von Kapitalinteressen geprägt. Aber was gibt es denn in der IG Metall für Konzepte, die sagen, die ohne Individualverkehr auskommen, die sagen Busse und Bahnen, gibt es da irgendwelche auch konkreten Konzepte, die dann auch Betrieben, die dann nicht mehr das produzieren dürfen oder sollten, was sie bisher tun, dann auch wirklich weiterhelfen? Was für Debatten führt ihr da in der Gewerkschaft? Naja, wir diskutieren das vor allem unter der Prämisse weiterhin der Technologieoffenheit, sage ich an der Stelle auch, weil ich glaube, dass das zur Wahrheit dazugehört, dass wir der Meinung sind, wir dürfen uns hier an der Stelle, was Technologieentwicklung angeht, nicht von vornherein einschränken. Ich weiß, dass das eine Position ist, die wahrscheinlich nicht hier unbedingt für großen Applaus sorgen wird. Aber gerade mit Blick auf das, was wir jahrelang mit dem Diesel gemacht haben und das, was wir jetzt eventuell gerade auch wieder mit der Elektromobilität sehen, ist es ein Punkt, dass wir weiterhin auf dem Punkt stehen, wir müssen technologieoffen an das Thema Mobilität herangehen, auch einfach um an der Stelle nicht abhängig zu werden von Entwicklungen, die dann anderswo gemacht werden.
das löst keine Frage der gesellschaftlichen Mobilität, das löst nicht die Verkehrswende. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn wir vor 10 Jahren schon den wunderbaren Wasserstoffmotor, der bei der Deutz AG entwickelt wurde, in die Kölner Busse eingebaut hätten, wären wir jetzt einen großen Schritt weiter. Das war aber leider aufgrund der politischen Mehrheiten in der Stadt nicht durchsetzbar. Das war auch nicht primäres Interesse bei der Geschäftsführung und dem Vorstand des Unternehmens, sondern die haben gesagt, nö, wir verdienen doch eigentlich ganz gut mit unseren Dieselmotoren. So. Und an der Stelle wird es dann halt immer konkret und knackig und wir stehen vor dem Dilemma, dass wir einerseits sagen, wir brauchen hier ein funktionsfähiges Unternehmen, das vielleicht noch ein bisschen weiter denkt als zum nächsten Quartalsbericht oder zur nächsten Aktionärsversammlung, aber gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass es langfristig in die richtige Richtung geht. Das ist schwierig und wie gesagt, mit mehr Mitbestimmung, mit mehr Mitsprache der Belegschaften würden wir da heute ganz woanders stehen. Weil es jetzt tatsächlich auch schon so oft jetzt kam, tatsächlich die Frage Mitbestimmung, Einflussnahme auf Produktionsentscheidungen, auf Investitionen. Jetzt nochmal an Janine die Frage. Was wäre da denkbar konkret? Also wie kann man da hinkommen? Es sagt sich natürlich immer leichter, wir wollen da Einfluss drauf nehmen. Aber was für eine Rolle muss der Staat da spielen? Was würdest du sagen, was könnte jetzt eben mal so entschieden werden, damit man tatsächlich darauf Einfluss nehmen kann? Ja, ich will da erstmal anknüpfen bei dir, weil ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, dass es natürlich nicht die Beschäftigten in der Industrie sind, die irgendwie dafür verantwortlich sind, dass man an veralteten Technologien festhält. Immer wenn ich bin häufig in Betrieben gewesen und habe häufig mit Betriebsräten gesprochen, die mir gesagt haben, welche Ideen es aus der Belegschaft heraus gibt, wie man umweltfreundlicher, wie man nachhaltiger produzieren kann, wie man Einzelteile leichter machen kann, damit der Verbrauch geringer ist und so weiter. Also dass es diese Vorschläge ja gibt und dass es aber, weil die Betriebsräte, die Beschäftigten haben ja ein Interesse daran, dass langfristig, dass zukunftsfest die Arbeitsplätze gesichert werden, was man jetzt nicht von jedem Investor sagen kann, die sich halt denken, was soll ich hier groß investieren, ich hole noch 10 Jahre raus, was geht und ob der Standort dann platt ist oder nicht, ist mir im Zweifelsfall dann wurscht. Ja, also das ist ja das Problem, dass es ja schon auch Konzepte gibt und Ideen gibt, auch hin zur Konversion, aber der politische Wille fehlt, sie umzusetzen und natürlich auch die Investitionsentscheidungen in den Konzernen, weil man natürlich es erstmal auf die Rendite geht, wenn man eben hohe Investitionen in Richtung Klimaneutralität macht. Und deshalb finde ich sowas wie Transformationsfonds, einen staatlichen Transformationsfonds total wichtig. Ich finde aber wirklich auch den Punkt Ausweitung der Mitbestimmung ganz entscheidend. Deswegen finde ich, wenn wir darüber reden, wie wir einen klimaneutralen Umbau hinkriegen, dass wir sozial, ökologisch und demokratisch zusammendenken, eben wirklich Ausweitung der Mitbestimmung, damit eben Beschäftigte mit viel stärker mitentscheiden können und eben auch die Entscheidungen nicht in dieser Form blockiert werden. Und ich finde, wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen, die aufs Auto angewiesen sind und Klimaschützer gegeneinander ausgespielt werden. Ja, weil ich meine, das ist so wie CDU. Die CDU entdeckt die Interessen der Pflegekraft immer dann, wenn die Pflegekraft im Stau steht wegen Klimaklebern. Sonst sind ihnen die Interessen der Pflegekräfte herzlich wurscht. Ja, und ich finde, das ist... Und das lenkt hervorragend davon ab, dass sich eben nicht alle einschränken müssen, dass die Yachten der Superreichen, dass die Privatjets ausgenommen sind, zum Beispiel vom europäischen Emissionshandel, ja, dass wir nach wie vor hier überhaupt nicht rangehen, wirklich die einen ganz, ganz hohen CO2-Ausstoß haben, auch endlich in die Schranken zu weisen. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir uns nicht auf dieses Gegeneinander und Individualverhalten, sondern nein, wir müssen die Strukturen ändern. Und das ist doch klar, wenn Leute nicht aufs Auto angewiesen sind, weil sie einen gut ausgebauten ÖPNV haben, dann können sie es auch stehen lassen oder abschaffen. Wenn es nicht so ist in weiten Gebieten des ländlichen Raums, dann sind sie darauf angewiesen. Und das muss man den Menschen nicht vorwerfen, sondern das muss man kritisieren, dass eine Politik allein in Ostdeutschland so viel Streckennetz der Bahn abgebaut hat, wie die ganze Niederlanden an Streckennetz hat. Und wenn man Streckennetz hätte, wie vor einigen Jahrzehnten mal war und nicht so viel stillgelegt hätte, dann wäre eben der eine oder andere Ort auch heute noch mit Schienenverkehr erreichbar. Und da müssen wir doch wieder hinkommen. Und das finde ich den entscheidenden Punkt und nicht die Leute gegeneinander auszuspielen. Und nochmal die Nachfrage, gibt es denn irgendwelche Konversionsprojekte, die tatsächlich leuchtturmartig Leute überzeugen können, ja, es kann gehen, weil tatsächlich Konversion sagt sich ja auch immer so leicht, aber man kann nicht plötzlich Autobauer Küchensiebe herstellen lassen oder sowas. Ja, deswegen, und ich glaube, es ist schon schwierig, Autobauer, dazu, also die Qualifikation auch für Busse und Bahnen zu bauen, ist schon auch wieder was anderes. Also wie kann das konkret funktionieren? Gibt es da Beispiele? Es gibt Versuche. Also wir haben bei uns in der Region um Köln, Rheinisches Revier,
den Versuch gestartet, sowohl mit den dortigen Hochschulen ein Transformationsnetz auch aufzubauen. Die Arbeitgeberverbände sind auch mit dabei, weil auch die natürlich sehen, wir müssen hier versuchen, den Unternehmen unter die Arme zu greifen, weil dort halt leider doch häufig diese Scheuklappe drin ist. Wir haben ein jetzt funktionierendes Geschäftsmodell, das im schlimmsten Falle am Verbrennermotor dranhängt, und dann schließen sie die Augen und sagen, bis 2028 hält das durch. Wahrscheinlich denken Sie dabei, gut, dann bin ich in Rente und dann kann ich mir die Fragen aus der Ferne anschauen. Aber so können wir da nicht dran gehen, weil wir ein Interesse daran haben, dass es der Region gut geht, auch klimapolitisch, und dass die Leute eine Arbeit haben. So, das heißt, bei uns in der Region übersetzt, Kolbenringhersteller oder andere, die stehen einfach vor einer großen Herausforderung und sie stellen sich dem in Teilen. Und das Schwierige ist wirklich, das, was wir da an Stärke haben, zusammenzubringen. Also aus der Wissenschaft, auch teils Unterstützung aus der Politik, und das dann zusammenzubringen. Und da müssen wir vielleicht auch doch nochmal auf das ein oder andere Trennende hingehen. Denn wir sehen ja schon auch, dass es in anderen Weltregionen im Moment einen Subventionswettlauf gibt, um Industrie anzusiedeln. Gucken wir in die USA, gucken wir in die Volksrepublik China, ja, dann sehen wir, dass dort massiv Industriearbeitsplätze angelockt werden durch einen goldenen Teppich, der mit Dollars gepflastert ist. Ja. Und das ist ein Problem, weil diese Investitionen in Zukunftstechnologien nicht in Europa getätigt werden, nicht in Deutschland getätigt werden, und wir dann irgendwann in die Frage kommen, okay, wir können hier zwar einen starken Dienstleistungssektor aufbauen, was ich nichts dagegen habe, großen Respekt für alle, die dort auch für bessere Arbeitsbedingungen streiken, aber wir brauchen weiterhin einen industriepolitischen Kern auch in Deutschland, weil nur dann wir auch eine starke, durchsetzungsfähige Gewerkschaftsbewegung haben, ist meine Meinung, die sich auch für Umverteilung so einsetzen kann, wie wir das bisher kennen. Ich verweise auf andere Länder, wo Industriepolitik jahrelang verschlafen wurde, wo wir große Folgen haben in der Umverteilung, in der Frage von sozialer Ungerechtigkeit. Da möchte ich nicht hin. Ich möchte, dass wir weiterhin in der Lage sind, gute Tarifverträge durchzusetzen. Klammer auf, Klaus Dörre. Ich glaube, wir haben noch einen kleinen Vorsprung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Wir sind die mit den 35 Stunden, die wir arbeiten müssen, nicht mit den 40. Also ja, ihr habt zurzeit gute Abschlüsse gemacht, aber wir haben natürlich noch einen kleinen Vorsprung. Aber ich drücke euch weiter die Daumen, dass ihr da weiter gute Abschlüsse hinlegt. Die Arbeitszeitfrage ist ja auch gerade angeklungen. Inwiefern, also die IG Metall, ist es ja schon beschlossen, dass es tatsächlich eine offizielle Forderung wird in der nächsten Tarifrunde, die 4-Tage-Woche, oder ist es nur so eine Randforderung? Naja, wir haben hier in NRW noch eine Stahlindustrie, ja, die eine eigene Tarifrunde fährt, ja. Und da muss man aber mit auch der genauen Blick drauf gehen. Ja. Es geht da insbesondere auch noch darum, dass wir fairere Schichtsysteme einführen, weil dort bisher ja nicht die 35-Stunden-Woche gilt, sondern ein anderes Schichtsystem, und die Kolleginnen und Kollegen müssen häufig Sonderschichten fahren, und diese Sonderschichten zu reduzieren ist ein Ziel mit der 32-Stunden-Woche dort. So, das ist für den Stahl. Aber natürlich diskutieren wir auch die 32-Stunden-Woche, weil es viele auch gesellschaftspolitische Ziele hat, die man dort mit einbringen kann. Das werden wir in den Tarifkommissionen diskutieren. Aber im Moment ist es vor allem für den Stahl. Ah, okay. Ich hatte ansonsten mich gefragt, inwiefern das natürlich auch klimapolitisch sinnvoll ist, also oder auch die Probleme, Fachkräftemangel und so weiter, auch darauf eine Antwort geben kann, dass man sagt, okay, wir haben weniger Leute, dann lassen wir doch alle weniger arbeiten, dann hat man vielleicht auch ein Problem gelöst. Ja, das sehen wir schon, aber da kommen dann halt wieder die Produktionssysteme der Unternehmen dazu, die sagen, also ich möchte meine Maschinen so auslasten, ich möchte mein Kapital so auslasten, dass es am besten rund um die Uhr produziert im Zweifelsfall. Also da kommen wir wieder zu der Frage, wie geht es hier eigentlich um die innerbetriebliche Mitbestimmung, um die Mitsprache der Betriebsräte, der Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, Arbeitszeit wird in den nächsten Jahren auch aus unserer Perspektive an Bedeutung zunehmen, sowohl in Produktion als auch in den Bereichen der Angestellte. Wir als Geschäftsstelle schreiben uns auf die Fahne, viel Wert darauf zu legen, auch für die Angestelltenbereiche zu sprechen, die Leute, die im Homeoffice sitzen, die auch nochmal ganz andere Herausforderungen haben, was Arbeitszeit angeht. Auch dort müssen wir über Entlastungen reden, denn Fachkräftemangel ist das eine, Überlastung und Burnout ist das andere, dass ja die Kehrtwende häufig dabei ist. Und auch darüber werden wir reden müssen in den nächsten Tarifrunden, weil das auch zunehmen wird angesichts der Arbeitsmarktlage. Kommen wir nochmal zum Nahverkehr. Jetzt hat sich ein paar Minuten genauer. Da könnte ich mir vorstellen, da ist es ja das Hauptproblem, dass es ja auch zu wenig Leute gibt. Wir sagen, wir reden von Verkehrswende und von den Alternativen, aber wir haben gar nicht die Leute, die Busse und Bahn fahren werden.
Kannst du vielleicht nochmal genauer schildern, was die Arbeitsbedingungen sind gerade im Nahverkehr und auch zum Beispiel, inwiefern eine Arbeitszeitverkürzung da irgendwas bringen würde? Ich nehme einfach gar nicht an, dass es überhaupt möglich ist angesichts des Personalmangels. Oder würde das attraktiv machen können gerade? Auf jeden Fall. Also ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die gar keine Lust haben, so viele Stunden, wie sie heute im Nahverkehr machen müssen, zu den Bedingungen auch wirklich zu machen, sondern sich gut vorstellen können, weniger zu arbeiten. Also für uns würde ich das Thema nicht ausschließen. Wir haben es aber auch noch nicht, also ich sage mal, das ist eine pauschale Arbeitszeitverkürzung, da sind wir, glaube ich, an der Stelle auch noch nicht. Aber die Realität ist ja heute so, dass wir seit... Einen kurzen Punkt davor. Wir haben eigentlich in den 2000er Jahren niemanden eingestellt im ÖPNV. Das heißt, wir haben eine total überalterte Belegschaft, eine richtige Delle, wie viel im öffentlichen Dienst, relativ typisch gewesen. Und jetzt scheiden in den nächsten Jahren die Leute aus, weil sie in Rente gehen. Und das tragen wir vor uns her und jetzt wird Personal gesucht und ich meine, wir sind in Zeiten, wo sich die Beschäftigten aussuchen können, wo sie arbeiten wollen. Das muss man mal ganz klar sagen. Und warum sollte man sich einen Job im ÖPNV suchen zu den Bedingungen, die da herrschen? Schicht- und Wechselschichtarbeit, das regelmäßig auch an Wochenenden arbeiten, ist ja klar, ÖPNV, jeder will ja von euch auch am Wochenende mal irgendwo hinkommen und gleichzeitig gibt es relativ schlechte Bedingungen auch, niedriger Einkommen, das ist ein unattraktiver Beruf, ich sag mal, von den Rahmenbedingungen, auch wenn viele der Kolleginnen und Kollegen das wirklich gerne machen, das will ich mal sagen, ist ja nicht per se ein schlechter Beruf, sondern es ist, viele sagen, das können sich auch vorstellen, auch wegen der, ich sag mal, der Möglichkeiten, die es da gibt, die aber tatsächlich unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Faktisch heißt das, uns fehlen ungefähr 74.000 Menschen in den nächsten Jahren und wenn der ÖPNV ausgebaut wird, das ist übrigens nicht meine Erfindung, sagt die Branche selber, der Arbeitgeber, ich würde mal sagen, das heißt dann wahrscheinlich, dass noch mehr fehlen und dazu kommt, wenn es ausgebaut werden muss und das wissen wir ja alle, dann wird es mindestens mal 100.000 und mehr sein. Heute ist die Situation bereits so, dass der Verkehr nicht mehr gewährleistet werden kann. In den großen Städten wird Verkehr bereits reduziert und zwar auf Wochenendverkehre, Linien werden abgestellt, weil es keine Leute mehr gibt oder weil wir auch hohe Krankheitsquoten haben, weil die Bedingungen, die ich ja gerade skizziert habe, die belasten die Menschen und da gibt es jede Menge ernsthafte Probleme, die die haben und die die Unternehmen nicht lösen, weil es eben auch kein Personal gibt und vor allen Dingen, selbst wenn es das gäbe, nicht genug Geld gibt, das Personal zu bezahlen, weil es muss ja irgendwo herkommen und das ist ein Punkt, der mir auch nochmal wirklich am Herzen liegt. Wir haben da total falsche Verteilung, wer muss den ÖPNV bezahlen? Heute sind es die Kommunen, im Prinzip die Schwächsten in der Nahrungskette, die am wenigsten Geld haben, die größten Lasten haben, die sollen den ÖPNV bezahlen und auch das ist ein Thema, deswegen werben wir natürlich auch dafür, dass der Bund da deutlich stärker in die Verantwortung geht. Wir hatten vorhin schon angesprochen, es gab ja jetzt gerade zuletzt auch gemeinsame Streiks mit Fridays for Future, jetzt im März, aber die Zusammenarbeit läuft schon länger. Ne? Schon bei der letzten Tarifrunde gab es Zusammenarbeit zwischen Verdi und Fridays. Welche Machtressourcen bringt Fridays ein, die Verdi nicht hat? Also eigentlich kannst du sagen, also sag du. Naja, ich würde sagen, wir kombinieren konkret die Streikmacht der Beschäftigten mit unserer gesellschaftlichen Macht als Klimabewegung. Und da führen wir zusammen, was zusammen gehört, um tatsächlich Veränderungen durchzusetzen. Vor allen Dingen, also muss man auch mal selbstkritisch sagen, vor allen Dingen eine ganz andere gesellschaftliche Breite, als die wir als Gewerkschaft haben an dieser Stelle. Wir sind ja per se verdächtig, wenn wir sowas sagen, dann geht es immer nur um Löhne. Also ihr wollt ja nur mehr Geld, damit die Leute mehr verdienen. Das ist sozusagen dann die absolute Reaktion. Aber das Thema Verkehrswende wird uns viel stärker natürlich auch abgenommen, wenn wir das gemeinsam in Bündnissen machen. Und deswegen ist diese wirklich die Breite, die wir durch dieses Bündnis erreichen, der ist wirklich Gold wert für uns. Sie bringt uns in eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn wir alleine als Gewerkschaft das machen würden. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sagen könnt, aber wie hat es angefangen? Hat da Luisa Neubauer Christine Behler angerufen und gesagt, hier, wir machen bei euch mit? Oder hast du da angerufen? Wie kam das eigentlich zustande? Naja, die erste Zusammenarbeit zwischen Klimaaktivistinnen und den Beschäftigten gab es im Grunde schon 2020. Und wer die hat da angerufen als erstes?
Genau, und diese Zusammenarbeit haben wir jetzt konkret wieder aufgenommen im Herbst. Da haben sich zum ersten Mal jetzt für die Tarifrunde im Nahverkehr, die 2024 ansteht, die Beschäftigten und Klimaaktivistinnen, ungefähr 60 Stück waren das, wieder getroffen, um eben konkret darüber zu sprechen, wie kann denn überhaupt die Zusammenarbeit jetzt aussehen und wie können wir einen ersten Plan machen, auch für die Beschäftigten oder vor allem jetzt in der Zeit, wo viele der Beschäftigten im Nahverkehr eben jetzt auch schon im öffentlichen Dienst mit drin waren und da auch schon gestreikt haben. Und wie können wir dann einen ersten Testlauf machen, um diese Zusammenarbeit ernsthaft zu testen. Und dann haben wir losgelegt, haben vor Ort den Austausch gesucht mit den Beschäftigten. Das ging konkret so, dass wir zum Beispiel in den Betriebshof gegangen sind. Das ging auch so, dass wir beispielsweise eine Betriebsführung bekommen haben oder dass wir beispielsweise auf einer Betriebsversammlung gesprochen haben und immer die Einleitung am Ende ausgesprochen haben, lasst uns doch gemeinsame Sache machen. Und es ging von beiden Seiten aus. Genau, und deswegen würde ich sagen, da stehen wir gerade in der Zusammenarbeit. Ich kann gerne noch weiter erzählen, wo wir gerade stehen und wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Vielleicht nochmal kurz, welche Erfahrungen du da erstmal mitgenommen hast. Also was war neu? Inwiefern hat das deine Perspektive erweitert, dass du dort tatsächlich in der Arbeitswelt mal vor Ort reingucken konntest? Naja, ich würde sagen, konkret, die Erfahrung, die für mich am einprägsamsten war, war der 3.3., wo wir eben zum allerersten Mal gemeinsam auf der Straße stehen. Und ich bin jetzt seit vielen Jahren Klimaaktivistin und es gibt diesen schönen Spruch, Streik in der Schule, Uni und Betrieb, das ist unsere Antwort auf eure Politik. Und zum allerersten Mal ist am 3.3. eben dieser Spruch wahr geworden. Und ich würde sagen, zum allerersten Mal standen wir am 3.3. eben nicht als Klimabewegung alleine auf der Straße, sondern gemeinsam mit den Leuten, die Klimajobs machen. Und ich würde sagen... Und ist das eine, diese Strategie, die sagt, wir wollen mit den Gewerkschaften zusammen machen, ist das eine, die tatsächlich breit getragen wird in Fridays oder sind es so einige linke Pionierinnen, die das vorantreiben? Naja, ich würde sagen, da müssen wir uns erstmal ganz grundsätzlich angucken. Die Klimabewegung ist natürlich keine homogene Bewegung, sondern es gibt ganz verschiedene Strategien natürlich, um Veränderungen durchzusetzen. Und da gibt es natürlich einen Teil der Klimabewegung, der sagt, wir müssen eigentlich zurück zum Ursprung und das ist unsere Antwort, wie wir Ökologie und wie wir die Klimakrise abfangen wollen. Und es gibt aber auch einen wachsenden Pol in der Klimabewegung, der eben sagt, wir brauchen die stärkere Allianz zwischen Beschäftigten und Klimabewegung, um eben ernsthaft diese Klimafrage, die eine Verteilungsfrage ist und die wir als Verteilungsfrage begreifen, ernsthaft zu adressieren. Und die eben sagen, es reicht nicht, wenn wir nur auf Appellieren setzen, wenn wir nur auf Aufrütteln setzen, sondern wir müssen ernsthaft diese Verteilungsfrage adressieren. Und das tun wir eben, indem wir ernsthaft Allianzen suchen, indem wir die Allianzen in konkreten Auseinandersetzungen zusammenführen und da eben Perspektiven schaffen und Beispiele schaffen. Und Christine im Verdi, sind da wirklich auch alle so begeistert, wie du jetzt sagst? Oder gibt es nicht auch manchmal Probleme, die auch vielleicht gar nicht mit auf der Ebene von, die wollen inhaltlich woanders hin, aber gibt es eigentlich Kontinuitätsprobleme? Das sind junge Leute, die machen mal einen Monat das, also einen Monat vielleicht nicht, aber die sind vielleicht auch sprunghafter und sowas. Und dann kann man vielleicht gar nicht so leicht anknüpfen an Prozesse, die vor 3 Jahren angefangen haben. Also ich will mal, bei uns ist auch nicht immer alles einfach, das will ich auch noch mal ganz klar sagen. Die Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen wissen, worüber ich rede. Aber ich fange mal mit dem Positiven an. Also es gab noch ganz hohe Skepsis, auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem ÖPNV. Wer kommt denn da jetzt auf Sie zu? Und es gab da aber wirklich tolle Erlebnisse. Also ich treffe auf viele auf Kollegen und Kollegen aus dem Bereich, die mir erzählen, wie toll das ist, wenn jemand mit 16, 17, 18, 19, ich sag mal, und das sind alles gestandene Leute Mitte der 50er Jahre, meistens ältere Herren mit einem dicken Bauch, und dann kommt so ein kleines Mädchen daher, ich sage es mal nicht despektierlich, sondern und sagt, ich interessiere mich für deine Situation. Ihr glaubt gar nicht, was das mit den Menschen macht. Die fühlen sich gesehen, die sind ja sonst in der Situation, dass sie eher schwierig sind. Da kommt der Bus zu spät, da gibt es zu wenig Personal, da muss man in irgendwelche Brennpunkte mit dem Bus fahren, da wird man noch geschlagen und bespuckt. Das ist ja der Alltag der Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommen Leute, die haben eigentlich nichts mit ihnen zu tun und die interessieren sich für die Arbeitsbedingungen. Und das ist ein unglaubliches Erlebnis, wo ich immer wieder auf die Kollegen treffe und die mir sagen, das ist unglaublich für uns. Und da hat sich richtig was entwickelt. In Halle beispielsweise gibt es eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Auch immer wieder, die gehen zusammen auch für die Themen auf die Straße. Und das haben wir ein eingestellt. Ist nicht bundesweit so, aber wir arbeiten da dran. Aber es ist wirklich
ein tolles Erlebnis. Es gibt natürlich auch immer wieder jetzt, was das Thema letzte Generation angeht, auch Probleme, ne? Dass gesagt wird, ihr klebt euch ja nur vor unserem Bus, was heißt das denn dann? Und dann gibt es aber auch, finde ich, total super zugehen, dass die Klimaaktivistinnen und Aktivistinnen kommen, mit den Kollegen reden, das nochmal erklären und dann klärt sich da auch ganz viel auf. Also das ist sozusagen alles auf der Habenseite, nicht einfach, aber da gibt es einen ganz hohen Stämme. Aber natürlich haben wir in unserer Gewerkschaft auch Leute, die das kritisch sehen. Das wäre ja nicht richtig zu sagen, das wäre nicht so. Ich hatte letztens erst eine wunderbare Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen aus der Autobahnmeisterei im Norden Deutschlands, die gesagt hat, wie könnt ihr das machen, wie könnt ihr das machen, die wollen meinen Arbeitsplatz ruinieren. Ne? Also, und das ist natürlich ein ernsthaftes Problem, da erklären wir natürlich, was sagen wir zur Verkehrswende und dann sagen die mir, ich will aber gar keine Verkehrswende, ich will einen sicheren Arbeitsplatz und das sind ja Konflikte, die müssen wir auch aushalten und müssen auch sagen, so, das hat auch was mit dir und deinem Leben zu tun, was wir da tun und auch, dass du möglichst lange gut leben kannst und wenn, sag mal, auch deine Kinder noch eine Zukunft haben, aber das müssen wir natürlich aufklären und das ist keine einfache Debatte, die wir führen müssen. Genau, ich würde daran auf jeden Fall anschließend nochmal so ein bisschen erzählen. Natürlich gibt es diese Herausforderungen und dessen waren wir uns auch von Anfang an bewusst. Und ich glaube, es geht aber konkret darum, wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Weil wir wissen, es braucht dieses Bündnis. Wir wissen, wir müssen unsere Machtverhältnisse, irgendwie unsere Kräfteverhältnisse, das ist das Wort, kombinieren. Und wie sind wir damit umgegangen? In Köln gab es beispielsweise die Situation, dass die Beschäftigten gesagt haben, nach Lützerath wollen sie nicht mehr mit den Klimaaktivisten zusammenarbeiten. Und was ist passiert? Die Klimaaktivistinnen haben eben nicht gesagt, okay, dann war es das jetzt, hat alles nicht geklappt. Eigentlich wollten wir diese Zusammenarbeit, aber dann wird es wohl nichts. Sondern im Gegenteil. Sie haben gesagt, dass sie es ernst meinen und dass sie um diese Zusammenarbeit kämpfen werden. Und dann sind sie in die Stadtgesellschaft gegangen, haben über 1000 Unterschriften gesammelt und eben gezeigt, wir können diese Mehrheiten in der Gesellschaft herstellen. Und wir zeigen, dass sich eine Mehrheit in der Gesellschaft hinter die Forderungen der Beschäftigten im ÖPNV nach besseren Arbeitsbedingungen, nach höheren Löhnen stellt. Und wir unterstützen das ernsthaft. Und dann haben die Klimaaktivistinnen in Köln diese Unterschriften an die Beschäftigten überreicht. Und dann wurden sie eingeladen zu einer Vertrauensleutesitzung und es gab eine Umentscheidung. Und am 3.3. sind die Klimabewegungsmenschen, die wir alle kennen, und die Beschäftigten zum allerersten Mal gemeinsam auf die Straße gegangen. Und in Köln sah das konkret so aus, dass 300 Beschäftigte von den Kölner Verkehrsbetrieben den Klimastreik angeführt haben. Und ich glaube, das zeigt, natürlich gibt es diese Herausforderungen, aber wir können sie lösen. Und wir müssen sie lösen. Und wir haben, glaube ich, mit dieser Zusammenarbeit bei Wir fahren zusammen eine ernsthafte Perspektive, wie das gehen kann. Gibt es sowas auch zwischen IG Metall und Fridays und Klimabewegung? Ich glaube, an manchen Schnittpunkten ist es ein bisschen schwieriger. Wir wollen ja das gemeinsam betonen, deswegen könnte ich jetzt viel über Handwerk reden und Solaranlagen, die auf Dächer müssen etc. Ich will aber auch das Trennende nicht sozusagen ignorieren. Wir müssen auch über Industriestrom sprechen. Wir müssen darüber reden, wie die Herausforderung bei uns in der Region ist, die auch vom Braunkohletagebau geprägt ist, aussieht in den nächsten 7 Jahren, wenn da der günstige Strom wegfällt, was das für die dortigen Industriebetriebe bedeutet. Und da spreche ich jetzt nicht für die IGBCE, weil das ist ein anderes Thema, die müsste man einladen, die kann für sich selber sprechen. Aber auch in den Betrieben, die die IG Metall Tarifverträge haben, ist das Thema Energiepreise natürlich ein Riesenthema. Das treibt die Beschäftigten um, das treibt die Betriebsräte um und das gehört im Moment mit in die Diskussion hinein, wie wir es schaffen, in so einer Situation, die von dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geprägt ist, die aber auch vom Kohleausstieg geprägt ist, wie wir es da schaffen, Beschäftigteninteressen reinzubringen. Und das ist nicht ganz einfach. Wir haben Zusammenarbeit mit den Fridays auch schon lange, weil die haben sich immer, bevor sie ab 2019 zu ihren wirklich wunderbaren großen Demos aufgebrochen sind, sich bei uns am Hans-Böckler-Platz getroffen und die Straßen waren so voll, wie wir das nie gesehen haben und haben natürlich gesagt, was ist denn hier los? Wir sind Gewerkschaft, wir müssen in die Mitte auch der sozialen Bewegungen rein, zumal wenn sie Fragen stellen, die eher ja, mit Umverteilung und dem Hinterfragen von kapitalistischen Herrschaftsverhältnissen zu tun haben. Aber die Überschneidungspunkte sind geringer, als wenn wir es jetzt mal uns anschauen, der Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr.
Nichtsdestotrotz gibt es Leute aus den Fridays in Köln, die zu uns in den Ortsjugendausschuss kommen, mit den Jugendlichen, die in der Ausbildung sind in den Industriebetrieben. Und da gibt es Zusammenarbeit. Man geht gemeinsam zum 1. Mai, weil auch dort das Bewusstsein da ist. Wir können gemeinsam ganz viel mehr erreichen, als wenn wir uns auseinander dividieren lassen. Auch gerade bei uns als Industriegewerkschaft. Ja. Benenn doch vielleicht nochmal das Gemeinsame. Was ist denn, wo sind denn die gemeinsamen Linien zwischen Fridays und Beschäftigten in der Autoindustrie? Naja, ich glaube, auch da wäre es vielleicht vermessen zu sagen, dass die Fridays jetzt ein riesiger homogener Block wären, die sozusagen eine Ideologie im Kopf haben und dann sich sozusagen auf ein Grundsatzprogramm geeinigt haben. Ich glaube, auch da gibt es Schattierungen, dass man sagen muss, okay, wir müssen sozusagen Kompromisse finden, die jetzt nicht das Auto an sich verteufeln, sondern Mobilitätskonzepte finden, die Individualverkehr anders gestalten, aber auch nicht komplett das Automobil abschaffen. Also so habe ich zumindest bisher die Positionierung bei den Fridays nicht verstanden, dass sie sagen, es dürfen ab heute gar keine Autos mehr gebaut werden, was natürlich dann für unsere Perspektive ein schwieriger Diskussionsprozess wäre, um Gemeinsamkeit zu finden. Aber bei der Frage, wie können wir die Automobilindustrie so umbauen, dass sie nachhaltiger ist? Wie können wir die sozial-ökologischen Wandel so hinbekommen, dass die Beschäftigten mitgenommen werden, dass die Pariser Klimaziele eingehalten werden? An der Stelle gibt es Überschneidungen. Und wir haben, wenn ich das jetzt für die Bundesebene sage, nicht eine so starke Verbindung, glaube ich. Da kann der Kollege Urban morgen mehr zu sagen. Aber wir haben ja nicht zuletzt als IG Metall 2019 schon mit einem großen Aktionstag in Berlin versucht, für die sozial-ökologischen Wandel zu werben, die Transformation in den Vordergrund gestellt, und hätte uns nicht die Corona-Pandemie dazwischen geschlagen, ständen wir heute auch anders da. Wäre das, ich war damals die Demonstration zusammen mit Sozialverbänden und genau, BUND und die VDK und andere, ja. Aber das schien mir trotzdem so eine Einmalaktion gewesen zu sein, oder? Ist daraus irgendwas auf regionaler Ebene noch entstanden? Nun, bei uns auf regionaler Ebene versuchen wir natürlich, die Themen gemeinsam zu bearbeiten. Es gibt immer mal wieder dann Mobilitätskonferenzen und anderes, aber die Überschneidungen, die wir mit den Fridays haben, sind da an der Stelle nicht so eng, wie wir das jetzt eben gesehen haben bei den Kolleginnen und Kollegen im ÖPNV. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass es da nicht auch Themen gibt, wo wir uns eine Zusammenarbeit stärker auch vorstellen können. Mhm. Ja, der Wille ist da, auch gerade eine sozial-ökologische Nachhaltigkeit zu bekommen. Der Weg dahin ist nur, glaube ich, an manchen Stellen etwas steiniger, weil wir einfach größere trennende Elemente haben, die wir verbinden müssen. Ja. Aber es bringt, glaube ich, mehr, wenn wir gemeinsam laufen in die Richtung, als wenn wir uns auseinander dividieren lassen. Mhm. Weil, ich sage es nochmal, wir werden nicht von heute auf morgen die Individualmobilität abschaffen und dann werden die Autos im Zweifelsfall anderswo gebaut unter noch schlechteren Bedingungen, als das, was wir bisher gesehen haben. Also ich finde, aber es gibt ja die Gemeinsamkeit, die ich sehe zwischen den Metallern und den Fridays, ist doch, dass alle ein Interesse daran haben an der Nachhaltigkeit und an einer sicheren Zukunftsperspektive. Und ich finde, also jemand, der heute 20, 25 ist und als Mechatroniker oder was auch immer in der Automobilindustrie arbeitet, der oder diejenige weiß doch, dass er nicht bis zum Renteneintrittsalter Verbrennermotoren bauen wird. Also das wissen die Leute doch. Und ich finde, das muss man auch deutlich aussprechen. Deswegen, ich bin ja sehr dafür, dass es eine aktive Industriepolitik gibt. Ja, weil natürlich Industriearbeitsplätze in Deutschland erhalten müssen, die sichern müssen. Und gerade wenn wir über Energiewende und Verkehrswende reden, ist das ja ein gigantisches Industrieprogramm. Und das ist ja ein Klimajobprogramm, was man da ausüben muss. Aber ich finde auch, dass man natürlich deutlich machen muss, je später wir umsteigen, desto heftiger müssen wir natürlich auch auf die Bremse treten. Und deshalb finde ich, dass an der Stelle das zusammenzubringen. Deswegen ist es ja, also ich verstehe das total, dass die Leute das Kotzen kriegen, wenn die an Strukturwandel denken. Weil Strukturwandel, da denkt man in den Kohleregionen dran mit Grauen, was es bedeutet hat. Und die ganzen und die Menschen in Ostdeutschland denken noch mit mehr Grauen dran, wie eine ganze Industrie kaputt gemacht wurde und sie dann ihre Arbeitsplätze verloren haben. Deswegen muss man ja gerade deutlich machen, aktive Industriepolitik mit Weiterbildungsgeld, mit Transformationsfonds, und das muss eben auch heißen, deutlich zu machen, niemand kriegt staatliche Gelder, ohne dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben, ohne dass die Standorte gesichert werden, wie das in der Vergangenheit ja immer wieder passiert ist, dass staatliche Gelder ausgezahlt wurden und dann Standorte geschlossen werden. Deshalb, ich bin dafür, dass wir eine wirklich sehr aktive Industriepolitik da machen und das eben an der Stelle deutlich machen. Und das finde ich gerade, wenn wir darüber reden, über die Frage der Verkehrswende, wo ja das ein riesiger Bereich ist, ne? Darüber
darüber zu diskutieren, wie kann man Deutschland zum Bahnland machen, wie kann man Strecken reaktivieren, wie kann man diese Deutsche Bahn endlich dem Gemeinwohl wieder unterstellen, ja, damit sie auch wieder funktioniert. Das finde ich einen total entscheidenden Punkt. Und wenn ich noch eines sagen darf, in Anknüpfen an Christine, die ja jetzt auch ein bisschen über die Arbeitsbedingungen der Busfahrer und Busfahrer gesprochen hat und im Bereich des ÖPNV. Ich finde, einen weiteren Punkt, wo wir sehen, wie dringend notwendig es ist, die ökologischen und die sozialen Kämpfe zusammenbringen, ist, wenn wir über den Schienengüterverkehr sprechen, wo gerade Mittel gekürzt werden. Die EVG wehrt sich dagegen zurecht. Und wenn wir schauen, wie der Lkw-Verkehr eben auf den europäischen Straßen läuft, dann finde ich, zeigt das ja, unter welchen verbrecherischen und schweinischen Bedingungen das funktioniert. Ich war in der Gräfenhausen an der Raststätte gewesen und habe dort die Lkw-Fahrer aus Usbekistan und Georgien besucht, mit denen gesprochen. Und ich bin wirklich so froh über diesen Streik, dass die 5 Wochen dort ausgeharrt haben. Und dass auch wenn Einzelne ihr Geld bekommen haben, sie gesagt haben, wir gehen hier nicht weg. Wir gehen nicht weg, bis jeder sein Geld hat. Ich finde, das ist so ein großartiger Erfolg, auch mit der Unterstützung von Faire Mobilität, dass es gelungen ist, dass die das gewonnen haben. Und das ist wirklich interessant, auch sich das nochmal genauer anzuschauen. Ich meine, die kannten sich ja alle vorher nicht, ne? Also haben sie ja alle nicht gekannt vor diesem Streik. Also, und das Wichtige ist natürlich, dass die das gewonnen haben und das Geld bekommen haben, aber es zeigt auch nochmal, es rückt in den Fokus, welche Schattenarbeitsverhältnisse wir in diesem Land haben. Und das nicht nur im Bereich der Speditionen so und der Logistik, das ist auf den Spargelfeldern, das ist auf dem Bau, das ist in Bereichen der Industrie und in den Schlachtbetrieben. Und deshalb finde ich auch die europäische, die internationale Dimension auch eine ganz entscheidende, dass wir diesen Ausbeutungsverhältnissen, denen ein Ende zu setzen. Und ich finde, wir müssen darüber reden, wie wir die Konzepte und die politischen Ideen, die es doch gibt, wie wir es schaffen, die umzusetzen. Und da bin ich bei der Frage Veränderung der politischen, der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Und da ist die Frage, wer kann denn das Subjekt sein, um gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu verändern? Und ich finde es großartig, was Verdi, EVG, Fridays for Future jetzt zusammen gemacht haben. Aber die Veränderung kann ja wirklich nur das sein, was Klaus eben gesagt hat, die Arbeiterinnenbewegung ist wieder da. Wir sehen es in der Pflege, in den Kämpfen für Entlastung. Wir sehen es jetzt im Bereich des Einzelhandels, die EVG, die jetzt ab Sonntagabend streikt, glücklicherweise nach Ende der Konferenz und hoffentlich einen großen Erfolg damit erzielen wird. Also das heißt, im Endeffekt seid es ja ihr und ich meine, es ist Wahnsinn, ne? Über 1700 aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die bei dieser Konferenz sind. Viele von euch haben in den letzten Jahren die Kämpfe unserer Zeit mitgeführt, in den Krankenhäusern, im ÖPNV, in anderen Bereichen und ich finde, darüber müssen wir diskutieren, wie schaffen wir es, das voranzubringen, aus den guten Erfahrungen zu lernen und eben aus den betrieblichen Kämpfen politische Kämpfe eben auch zu machen, weil es natürlich um betriebliche gewerkschaftliche Verbesserungen geht, aber wir die ganze, ja, wir eine Welt zu gewinnen haben und eine Gesellschaft grundlegend verändern wollen und ja, alle Verhältnisse umwerfen wollen, wie es heißt, wo der Mensch ein erniedrigtes und verächtliches Wesen ist. Und ich finde, so, aus betrieblichen Kämpfen politische zu machen, das finde ich das Großartige aus dieser Konferenz und aus dem, was da geschildert wurde. Felicitas, du wolltest, glaube ich, auch nochmal einen konkreten Vorschlag machen, zum Beispiel, wie vielleicht politische Kämpfe zusammengebracht werden könnte mit betrieblichen, mit der IG Metall, so hatte ich dich verstanden. Genau, und vor allem wollte ich auch nochmal auf die Frage eingehen, in welcher Frage sich Klimaaktivistinnen und die Beschäftigten in der Autoindustrie denn eigentlich einig sind. Es ist, glaube ich, vollkommen klar, dass das herausfordernder wird als jetzt mit den Beschäftigten im ÖPNV und da machen wir uns auch gar keine Illusionen, ich glaube, wir beide nicht. Und es ist vollkommen klar, dieser Weg ist weiter. Aber die ersten Erfahrungen, also es gab erste Erfahrungen, beispielsweise in Bosch, in München gab es ein Bosch-Werk, wo Klimaaktivistinnen und Beschäftigte das allererste Mal gemeinsame Sache gemacht haben. Und auch dort hat sich eben gezeigt, es lassen sich Gemeinsamkeiten finden. Und wir haben eben gesehen in den Erfahrungen, die bisher gemacht wurden, das geht konkret da, wo es eben eine konkrete Bedrohungslage gibt. Weil da geht plötzlich die Frage gemeinsam, oder da haben wir plötzlich als Klimaaktivistinnen und als Beschäftigte in der Autoindustrie die Antwort oder stellen wir uns die gleiche Frage, und zwar, wer verliert bei gesellschaftlichen Veränderungsprozessen?
Und ich glaube, diese Frage stellen wir uns als Klimaaktivistinnen und als Beschäftigte in der Autoindustrie, die eben merken, okay, wie sieht es eigentlich mit meiner Zukunft aus? Habe ich zukünftig noch einen Arbeitsplatz? Und wo dann eben klar wird, ist es nicht der Gegensatz Klima versus Arbeitsplatz, sondern vor allem, wer verliert und wer gewinnt bei diesen Veränderungsprozessen. Und ich glaube, es gibt diese Möglichkeit, das zusammenzudenken. Und da müssen wir aber in diese konkreten Auseinandersetzungen reingehen. Wir müssen uns eben konkret fragen, wie verändern wir diese, oder wie berichten wir diese Veränderung, die gerade stattfindet, so aus, dass sie eben nicht von den Konzernen gestaltet wird, sondern eben von den Beschäftigten selbst. Und ich glaube, dafür müssen wir an Orte suchen, wo unsere Interessen ernsthaft zusammenfallen. Und da müssen wir die Gemeinsamkeiten finden. Und ich glaube, damit diese Spielräume entstehen können, muss auch die IG Metall in gewisser Weise ihren Kurs ändern und eben nicht sagen, okay, diese Veränderung muss langsamer passieren. Und eben nicht sagen, diese Veränderung muss einfach langsamer passieren, sondern eben ernsthaft ihre Rolle wahrnimmt als eine, wo es ernsthaft darum geht, wie können wir diese Veränderung im Interesse der überwältigenden Mehrheit beantworten. Und ich glaube, das ist dann konkret das, wo wir zusammenkommen können, wenn wir eben als Klimabewegung und als Beschäftigte in der Autoindustrie gemeinsam eine offensive Strategie fahren. Wie gesagt, ich habe hohes Vertrauen in die Beschäftigten, die in den Industriebetrieben unterwegs sind, die wir in der Region haben. Und ich weiß, dass viele aus der Region sagen, wir müssen beim Klimawandel gegensteuern. Ja, wir hatten letztes Jahr das Drama der Ahrtalflut und viele Kollegen, die bei uns in der Region arbeiten, sind davon betroffen gewesen. Die Leute spüren das ja auch am eigenen Leibe zum Teil oder am eigenen Haus, was es bedeutet, wenn wir vom Klimawandel wirklich mal getroffen werden, in einer Art und Weise, wie das anderswo ja fast leider schon Alltag geworden ist. Das heißt, das Bewusstsein ist da, das Problembewusstsein ist da. Und meine Hoffnung ist, dass wir durch einen stärkeren Dialog und dass wir durch stärkere Beteiligung im Betrieb auch tatsächlich dahin kommen, dass wir dann im Betrieb Lösungen finden. Das nennen wir Transformation und versuchen, die Belegschaft da mitzunehmen. Und da geht es immer auch um die sozial-ökologische Transformation, weil das unser Anspruch sein muss, als Gewerkschaft da voranzukommen. Aber mir geht es auch darum, dass wir überbetriebliche Mehrheiten schaffen, die dann einen politischen Rahmen bringen, der sowas fördert. Ja? Und auch da nochmal dann ein anderer Blick drauf. Wenn wir es nicht schaffen, zukunftsweisende Technologie hier zu fördern, wie das in anderen Staaten leider gemacht würde, in einem Ausmaß, wie das aufgrund des Beihilferechts in Europa nicht möglich ist, dann können wir da viel drüber reden, aber die Fakten werden anderswo geschaffen. Deswegen, da sind konkrete Fragen einfach dran, die tatsächlich in der jetzigen Zeit aktuell beantwortet werden müssen. Aber da, glaube ich, müssen wir noch 2-3 Diskussionsrunden drehen, damit das dann auch zu einem guten Ende kommt. Weil, wie gesagt, wir müssen dann auch über Technologien reden, die jetzt gefördert werden müssten, bis zu einem Niveau, dass sie tatsächlich über Investitionen vor Ort reden, um dann auch da sagen zu können, gut, wir haben jetzt die technologischen Voraussetzungen dafür geschaffen, um 2030 da anzukommen, wo wir hinwollen. Ja, also konkret zu werden. Wenn wir darüber reden, dass wir über Beihilfevorschläge oder Ausnahmen für Industrie, für Batterieproduktion, ja, für Batteriefertigungsanlagen sprechen, ja, glaube ich, wäre das wesentlich einfacher, weil wir dann den Kolleginnen und Kollegen sagen können, guck hier, wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass die Industriearbeitsplätze von morgen auch tatsächlich hier in der Region ankommen. Darüber reden wir aber bisher, glaube ich, noch nicht. Und solche Themen müsste man aber tatsächlich dann mal angehen, weil das dann die handfesten Dinge sind, um es auch materiell werden zu lassen. Ja, weil natürlich können wir darüber reden, dass wir zusammenarbeiten und mal ein Papier produzieren, aber es geht ja darum, dass wir hier auch konkrete Investitionsentscheidungen beeinflussen müssen, die dann tatsächlich auch gute Arbeitsplätze für die Zukunft bringen. Das ist die Herausforderung, die ist nicht klein, aber das müssen wir machen. Miteinander reden. Wir haben ja jetzt immer nur über Fridays und IG Metall gerade gesprochen, aber Verdi und IG Metall können ja auch miteinander reden, was so ein Transformationskonzept ist. Was dann, wie laufen denn Debatten im DGB zu dem Thema? Ja, gut. Sitze ich Gott sei Dank nicht im Vorstand. Das ist immer heftig, könnt ihr euch vorstellen. Geht natürlich auch. Ich will aber mal sagen, wir sitzen natürlich mit der IG Metall zusammen in einem Bündnis sozialverträgliche Mobilität.
das ist auch, es ist ja gar nicht so, dass es nur trennende Sachen bei uns gibt, also weil die eine für den ÖPNV ist und der andere für die Automobilindustrie, sondern es gibt schon einen gemeinsamen Weg, den wir auch eingeschlagen haben mit zum Beispiel BUND oder auch NABU und VDK, wo wir gemeinsam gucken, wie muss denn die Mobilität in der Zukunft gestaltet sein, wie müssen Konzepte sein. Und natürlich sind wir uns alle einig, auch im DGB, dass wir nicht einfach sagen können, man macht das jetzt einfach mal radikal und Arbeitsplätze gehen dabei verloren oder Menschen kriegen keine Perspektive. Da bin ich nochmal bei dem, was Klaus Dörre gesagt hat. Wohin führt das, wenn wir einen solchen Kurs machen? Das führt dazu, dass wir den Rechten die Menschen in die Hände treiben. Und das können wir alle hier auch nicht wollen. Deswegen braucht es gute Konzepte. Ich sag mal, mir geht das auch manchmal viel zu langsam. Das muss ich auch mal ganz klar sagen. Ich wünsche mir natürlich auch viel schnellere Entscheidungen. Aber diese Entscheidung, da braucht es wirklich Transformationsfonds. Da muss sozusagen, was ist zukunftsfähige Technologie, die wir hier aufbauen wollen und die wir dann natürlich auch fördern wollen. Und da sind wir uns, glaube ich, total einig, auch im DGB, dass diese Dinge gemacht werden. Was uns trennt, sind natürlich die Fragen, wenn ich jetzt mal im ländlichen Raum gucke, muss man sozusagen, wenn wir sagen, da muss ein Bus hinfahren und die IG Metall möglicherweise sagt, ja, haben wir aber noch nicht, deswegen muss das Auto eher noch mal gefördert werden. So, das sind Dinge, die haben wir natürlich, das sind Auseinandersetzungen da, aber der Zukunftsblick, den haben wir auf jeden Fall gemeinsam, nämlich, dass die Dinge sich verändern müssen, dass wir dringend so eine Transformation brauchen, die sozialverträglich ist, ökologisch ist, aber die natürlich die Menschen immer auch im Blickpunkt haben muss, weil sonst werden wir das nicht schaffen. Ich hätte auch von wegen Zusammenarbeit Gewerkschaften, würde ich gerne wenigstens kurz nochmal die EVG, gemeinsame Arbeitskampf mit der EVG ansprechen. Als er stattgefunden hat, denkt sich ja jeder, selbstverständlich, total naheliegend, logisch, aber es hat, dass einem das so auffällt, liegt ja daran, dass es eben nicht so normal ist. Also wie kam es dazu, weil das ja das Video weitergeht, aber wie die Ansätze sind. Dass das gelungen ist, das war schon ein Glücksfall, das muss ich auch ehrlich sagen, weil wir ja ganz unterschiedliche Laufzeiten von Tarifverträgen haben und wir sind einfach unterschiedlich aufgestellt. Die IVG ja diesmal die Strategie gehabt, dass sie sozusagen alle ihre Tarifverträge in dem Bereich gleichzeitig kündbar gemacht hat und es fiel glücklicherweise in unsere Runde rein. Und wir uns in dieser Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst ja vorgenommen haben, das mit politischen Themen zu verknüpfen, zum einen ÖPNV. Wir haben aber auch am 8. März beispielsweise einen Schreitag gemacht für den sozialen Erziehungsdienst mit feministischen Bündnissen zusammen. Das war ja ein Infrastrukturstreitag. Wir haben ja nicht nur ÖPNV und Bahn, wir haben sozusagen alles, Luftverkehr, weil das sind natürlich als Gewerkschaft in der Lage. Wir hatten auch unsere Laufzeiten harmonisiert, zum Beispiel in den verschiedensten Unternehmen am Flughafen. Und wir haben auch den Bereich Wasser- und Schifffahrt, den Schleusenbestreit. Und es lohnt sich auch, das zu tun. Ich will das nochmal sagen, weil es natürlich nicht, also auch den Blick nochmal wirft, nicht nur auf unsere Mächtigkeit, das ist ein schönes Beigang, kann ich nochmal sagen, und auf die Chancen übrigens, die wir auch für die Zukunft haben, sondern auch mal sagen, wie schlecht sind eigentlich die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich, die eigentlich für dieses Land so existenziell sind. Und da trifft sich auch natürlich unser gemeinsamer Blick mit der EVG. Wir haben eigentlich Bereiche, die sind existenziell für dieses Land, die erfahren fast keine Wertschätzung und müssen immer um jeden Cent ringen, weil auch die öffentliche Hand dazu wenig reingibt. Und das haben wir, glaube ich, deutlich gemacht. Insofern hatten wir einfach ein gleiches Interesse und eine gute Zeitschiene und deswegen hat das auch gut funktioniert. Gespielt haben, sage ich mal, wo wir auch versucht haben, die Kolleginnen und Kollegen am Uniklinik in Köln zu unterstützen. Und das war an der Stelle nicht schwer. Es war nicht schwer, die Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, dass sie ein gutes Durchgangskrankenhaus haben, wo sie im Zweifelsfall hingehen können, wenn sie einen Unfall haben, der auf der Arbeit passiert. Also da müssen wir, glaube ich, auch wenn wir sagen, gewerkschaftliche Erneuerung liegt uns hier allen am Herzen, auch noch mal stärker darüber nachdenken, wie wir es schaffen, in Tarifrunden stärker das Ganze breit zu streuen und da wirklich dann auch regional oder bundesweite Kampagnen zu fahren, die nicht an der Branchengrenze Schluss und
sozusagen einen Stopp machen, sondern wie wir es wieder schaffen, Athen zusammenzubringen. Und vielleicht, weil wir das eben aufs Stammbuch geschrieben bekommen haben, vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, das auch stärker international zu machen. Nicht nur über Außengrenzen, sondern über Landesgrenzen. Das ist meine Aufgabe. Wir haben unsere Klimabewegung, Gewerkschaften, Kundinnen und Kunden, unsere Zuhörer sind ja auch
eine Gruppe, die man zum Beispiel als Partei ansprechen könnte. Inwiefern gibt es da euch Überlegungen, wie Parteien, solche Streikbewegungen unterstützen? Ja, unbedingt. Also ich finde das gerade wichtig, auch bei den Streiks im öffentlichen Dienst, der ganze Bereich Pflege, der ganze Bereich Kitas, ÖPNV, dass wir auch schauen, wie wir wirklich breit gesellschaftliche Solidaritätsbündnisse hinbekommen. Weil gerade natürlich ein Streik, der im Industriebetrieb einfach mal anders abläuft als ein Streik, beispielsweise in der Kita oder in der Pflege, weil die Brauchen halt anders sind. Und deswegen natürlich ist total zentral ist, dass es einen gesellschaftlichen Rückhalt gibt, dass es eine breite Solidarität gibt. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man immer auch beim Streik im öffentlichen Dienst, aber jetzt auch bei der EVG und der Bahn deutlich macht, dass eben die Streiker nicht nur in Anführungsstrichen für sich selber streiken, sondern sie streiken ja für uns alle. Sie streiken für ihre Kita-Kinder, sie streiken für die Patientinnen und Patienten, für ihre Fahrgäste. Also, dass sie dafür streiken, dass es einen vernünftigen und gut funktionierenden öffentlichen Dienst gibt. Und wenn wir jetzt die ganze Debatte ja auch erleben, von wegen, es sei ein politischer Streik gewesen und man muss jetzt ein Streikrecht einschränken, was natürlich als Hanebüchen ist, nicht nur ein Hanebüchen, sondern ein Angriff auf die Grundrechte, um das deutlich zu sagen. Aber wenn wir diese Debatten jetzt erleben, finde ich, muss man immer deutlich machen, dass das, was wirklich das Funktionieren des öffentlichen Dienstes gefährdet, ja nicht die paar Streiktage sind, sondern der öffentliche Dienst, weil die Bezahlung schlecht ist, weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind, weil es einen immensen Personalmangel hat. Und in der Regel stehen die Leute vor einer geschlossenen Kita nicht, weil die Erzieherinnen streiken, sondern weil zwei Erzieherinnen krank sind und die Personaldecke so eng ist und alles auf Karte gedreht ist, dass dann eben die Kita nicht ist oder der Bus halt nicht fährt, weil irgendwie jemand krank ist und alles eben so personell eng ist. Und deswegen finde ich das total schade, dass gerade in diesem Bereich wir da auch eine breite, also wir das auch auf eine politische Ebene natürlich ziehen und deutlich machen, dass beim öffentlichen Dienst man jetzt natürlich sieht, wohin das ganze Gerede vom schlanken Staat, von mehr Effizienz, Privatisierung, Personalabbau natürlich hingeführt haben. Nämlich, dass man jetzt ewig auf Bürgeramt wartet, weil der Staat zu schön stark ist, dass Bauerträge ewig brauchen, eben dass die Kita geschlossen ist, wenn Personal krank ist. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir das erstens eben auf eine, und das ist natürlich öffentlichen Dienst, im ganzen Bereich des ÖPNV sowieso auf der politischen Ebene, weil die Arbeitgeber öffentlich sind und weil natürlich die ganze Finanzierungsfrage dranhängt. Deshalb finde ich das ganz entscheidend, breite Solidaritätsbündnisse, Menschen mit ins Boot zu holen, die auch merken, dass eben die jeder, der mal irgendwie ein paar Tage im Krankenhaus gelegen hat, weiß ja, welchen Stress die Beschäftigten dort ausgesetzt sind, wie wenig Zeit sie haben für Patientinnen und Patienten und auch welcher Verschleiß da auch stattfindet. Also das deutlich zu machen und dann eben die Frage von Umverteilung und Finanzierung reinzunehmen. Und das ist natürlich wirklich das große Problem einfach dieser Ampel. Man wird kein Zukunftsproblem dieser Zeit lösen, wenn man an der Schuldenbremse festhält und dann auch dazu nicht bereit ist, eine andere Steuerpolitik zu machen. Ohne Umverteilung. Und ich will gar nicht mehr dafür, die SPD und Grüne sollen sich gar nicht mehr hinter den Schultern oder hinter dem Rücken der FDP verstecken, sondern sie sind auch nicht bereit, das zu tun. Und ich glaube, das ist das zentrale Problem, dass wenn man eben sagt, die Eigentumsverhältnisse in diesem Land sollen so bleiben, wie sie sind, und da geht man nicht ran, dann löst man die Probleme nicht. Da bin ich wieder am Anfang, dass ich finde, der Kampf um Klimaschutz ist eine Klassenfrage. Und ich finde, wir müssen ihn offensiv führen. Und ich habe Verständnis dafür. Ich kann es verstehen, dass Leute sagen, bevor das alles so teuer wird und ich mir das nicht leisten kann, ich will meine alte Heizung behalten und meinen alten Verbrenner. Also ich verstehe das. Ja? Aber ich glaube, wir als Linke, als sozialistische Partei im 21. Jahrhundert, müssen ja deutlich machen, dass wir die Zukunft nicht gestalten, indem wir an veralteten Technologien festhalten. Dass wir nicht an den Schienen festhalten, sondern dass wir nach vorne auflösen müssen. Auch als antikapitalistische Partei, das nach vorne auflösen müssen und zu sagen, lasst uns den Kampf um Klimaneutralität verbinden mit dem schönen Leben, mit dem Kampf um Arbeitszeitverkürzung, mit dem Kampf um wirklich ein gutes Leben und einer besseren Gesellschaft. Und ich finde, man kann diesen Kampf nur offensiv führen. Ob wir ihn gewinnen, weiß ich nicht, aber wir müssen ihn in dieser Hinsicht führen und ich glaube, dass es wäre
geht, dass dieser Kampf natürlich auch so elementar ist, weil eben noch so wenig Zeit zur Umsteuerung, wie die breitestmöglichen Bündnisse brauchen, die dazu möglich ist, aber immer auch klar zu machen, es geht hier um eine Klassenfrage, es geht wie immer um eine Verteilungsfrage. Wer muss bereit sein, denen, die wirklich über ihre Verhältnisse leben, ordentlich was wegzunehmen und sonst das Problem lösen lassen? Perspektive schaffen, wie wir auch in anderen Industrien beispielsweise zusammenarbeiten und schaffen können. Ich danke Ihnen.